Hamilton sichert sich seinen ersten Grand Prix-Sieg nach fast 3 Jahren. Es war ein unfassbares Regenchaos und George Russell war vermutlich der ärmste Fahrer des Wochenendes. Ich blicke mit euch auf alles, was beim British Grand Prix in Silverstone passiert ist. Mein Kostos, den Channel, lasst gerne einen Daumen da und ich würde sagen, let's go. Wir beginnen mal direkt beim Start und George Russell konnte sich tatsächlich durchsetzen und ist dann mal als Führender da vorne gefahren. Es war auch zu Beginn ein eher entspanntes Rennen, weil da hinten war es auch knapp zwischen Lewis Hamilton und Lando Norris. Der dachte, er könnte außen dran bleiben, ist sich aber nicht ausgegangen, war jetzt auch kein Forcing, not a driver of the track. Ebenfalls weiter hinten, Hülkenberg war mal kurz in der Strecke, hat sich aber auch da keinen Vorteil verschafft. Da kann man sagen, alles Glück im Unglück. Hier sehen wir das Ganze durcheinander. Während dem Start Verstappen war dann mal kurzzeitig auch an Lando Norris vorbei, doch das hat sich schnell gewendet. Nein, hat sich nicht. Also bis Runde 2 dann nicht. Max Verstappen konnte mit dem besseren Start rausgehen. Der hat Lando Norris überholt, konnte auch vor Oscar Piastri bleiben. Man hat schon gemerkt, er konnte die Pace nicht aufrechthalten. Also da waren die Mercedes dann doch etwas schneller. Auch Charles Leclerc hatte ein sehr durchwachsenes Rennen. Vor allem ist er nur vom P12 gestartet und musste sich dann quasi noch vorkämpfen. Doch nach ein paar Runden, Runde 6, war dann quasi schon fast Stopp kurz, denn er ist ewig hinter Lance Stroll hinterher gefahren, dann hat es irgendwann doch über sich gebracht und hat ihn Gott sei Dank überholen können. Das Wetter, immer ein Riesenthema, auch schon ab Runde Nummer 1 gab es immer wieder Wetterwarnungen für diese und jene Runde und es sollte sich dann doch bewahrheiten, denn es ist tatsächlich zum Regen gekommen. Der kam da noch, ganz ehrlich, hier haben wir dann mal in Runde 13, also Runde 6 hatten wir vorhin, ist er schon hinter Runde 6 ist es schon hinter Stroll gewesen und in 13 hat es dann geschafft, an ihm vorbeizugehen. Wir sehen auch hier, Lando Norris konnte dann immer mehr die Pace aufrechthalten, immer mehr Druck machen auf Max Verstappen, weil auch seine Reifen nicht mehr ganz so gut funktionierten, bis es dann geschafft hat, an ihm vorbeizugehen. Kurz darauf auch Oscar Piastri, der hat es dann auch gut durchgezogen und gewagt, auch bei Stowe überholt und in Runde Nummer 18 merkte man dann schon, jetzt wird spannend, denn Lewis Hamilton hat die Führung übernommen, hat George Russell ebenfalls vor Stowe überholt. Ich glaube, ist auch der beste Überholmann, ja, der beste Überholplatz. In Runde Nummer 19, dann dachte man sich, huch, was ist jetzt los? Beide Mercedes fahren nach der ersten Kurve gerade weiter, es hat zu schütten begonnen und ja, Lando Norris musste da gleich petzen, ich glaube, das macht man bei McLaren gern. Das Gute für Norris, der konnte direkt an George Russell vorbeigehen, weil er eben halt ganz nah an ihm dran war und der Regen ihm sehr gut geholfen hat. Kurz darauf ist Lando Norris dann auch tatsächlich an Lewis Hamilton vorbeigegangen. Das habe ich nicht für vage verhalten, aber er hat es geschafft. Also Norris wirklich ein außertalentierter Regenfahrer. Und kurz darauf ist dann auch Oscar Piastri an Lewis Hamilton vorbeigegangen. Doppelführung in Runde Nummer 20 für das McLaren-Team. Wie konnte man das wegschmeißen, indem kein Regen mehr kam, Leute? So kamen dann alle rein, aber man hat sich in Runde Nummer 23 dazu entschieden, auf die Inters zu gehen. Doch nur 10 Runden später, in Runde 32, sahen wir noch bei Max Verstappen schon, dass die Reifen grainen. Sprich, es war zu trocken für Inter-Bedingungen, war aber auch quasi zu nass noch für Slick-Bedingungen. Das heißt, man musste quasi mit diesem Inter, der es eigentlich ja nicht mal der optimale Reifen dafür ist, durch. Die Botschaft kam dann in Runde Nummer 34, denn von jetzt auf gleich, aus dem Nichts, kam George retired the car und das kam für mich echt unerwartet, also bis zu diesem Zeitpunkt, ja, man hatte den Stop vermasselt, man hat George Russell etwas auflaufen lassen auf Max Verstappen, der ist dann mit einem früheren Boxenstopp zwar an ihm vorbeigegangen, aber ich hätte nie im Leben geglaubt, dass man den, ja, das Rennen beendet. Das Problem war ein Kühlproblem und er sagte auch der Mercedes-Mitarbeiter, wenn man noch länger draußen geblieben wäre, wäre der Motor in die Höhe gegangen und das will man natürlich nicht, gerade in Zeiten von Crosscap ist das ganz wichtig, dass man dann doch, ja, die Gefahr sieht oder beziehungsweise die Gefahr dann auch doch, man, ja, wappnet. Ja, es wurde dann immer trockener und das ist vermutlich die rennentscheidendste Szene, das rennentscheidendste Bild. Denn wir haben nun mal Runde 39 und
Lewis Hamilton geht in die Box, auch Max Verstappen, viele dahinter auch, nur einer nicht. Und zwar war das Lando Norris. Der hat sich dazu entschlossen, noch eine Runde draußen zu bleiben. Und ich habe bei dieser Szene tatsächlich Flashbacks zu Kanada bekommen. Was soll ich euch sagen? Man hat in Kanada diesen verheerenden Fehler gemacht, dass man eine Runde länger draußen geblieben ist. Und jetzt macht man diesen gleichen verdammten Fehler erneut. Ich verstehe es einfach nicht, wie ein verdammtes Team so viele loste Fehler machen kann. Die haben das mit Abstand beste Top 3, naja, sagen wir jetzt nicht mit Abstand beste Auto, aber die haben ein lockeres Top 3 Auto, das teilweise wirklich das schnellste Auto am Feld ist und vermasseln es sich immer wieder. Das sind natürlich Entscheidungen, die man wirklich auf die Tausendstel treffen muss, aber die anderen haben es auch geschafft und man will zu den Big Playern gehören, also muss man auch arbeiten wie die Big Player tatsächlich, weil das für mich ganz, ganz wenig Spaß macht. Eine Runde später kam dann noch Norris rein, aber der Undercut war natürlich perfekt, die Strecke war schon zu trocken und der hat halt enorm an Boden verloren, es waren fast 3 Sekunden, er konnte das natürlich rasch wieder aufholen, aber zu einer großen Überraschung, zu meiner großen Überraschung, war Max Verstappen dann. Zwar hat er sich mal beim Stop den weißen Reifen geholt, wo ich mir dachte, gewagt. Natürlich waren es zu diesem Zeitpunkt noch 13 Runden mit Rot. Finde ich es auch gewagt. Ich hätte Gelb genommen. Aber ja, die konnten gut fahren. Aber Max Verstappen ist halt wirklich außerordentlich gut gefahren. Ich meine, er hatte auch ein gutes Auto. Aber wenn man nimmt das gesamte Rennen zu diesem Moment, wenn man das nimmt, finde ich das dann schon interessant, welche übertrieben gute Pace der auf diesen eher schwachen Reifen hatte. Dann kam es, wie es kommen sollte. Max Verstappen holte sich Lando Norris mal in Runde Nummer 48 und ich dachte schon, bitte nicht. Es ist sich aber glücklicherweise nicht ausgegangen. Knapp über eine Sekunde hat sich Lewis Hamilton durchgesetzt mit einer tollen Strategie, einem echt unfassbar unmenschlich guten Rennen. Also ich glaube, wenn da ein Fehler drin gewesen wäre, aber von allen Top 3, dann wäre das Rennen komplett in eine andere Richtung abgedriftet. Aber so war es dann tatsächlich so. Bei Piastri hat man es ein bisschen vermasselt. Man hat ihn nämlich bei diesem Turnaround, also von dem ersten, vom Slick auf den Inter, hat man den eine Runde zu lange draußen gelassen. Und da hat er über 20 Sekunden verloren, was sein Rennen quasi unbrauchbar machte. Ja, Lewis natürlich komplett hat er sich gefreut. Das ist natürlich auch, ich meine, es waren fast 3 Jahre, 57 Grand Prix und ja, der 9. Heim Grand Prix Sieger. Es ist sowas von verdient nach 2021. Ich glaube auch, dass man endlich damit ein bisschen mehr abschließen konnte. Er hat auch im Interview gesagt, er hatte teilweise wirklich schon, ja, er zweifelt an sich selbst tatsächlich. Das ist dann auch so. Er wurde zu Recht zum Driver of the Day gewotet. Und ja, hier haben wir das Ganze nach 17 Jahren und einem Monat nach seinem ersten Karrieresieg hat er nun den Oldtime-Rekord von 9 Grand Prix-Siegen auf einer Rennstrecke. Das gelang noch niemandem zuvor. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht Verstappen in Zandvoort pressieren könnte. Fangen wir bei Guan Yu Zhou an und was soll ich euch sagen, es ist eher ein durchwachsenes Rennen gewesen für den Chinesen. Er hat auch den ein oder anderen Fehler gemacht, war 4-mal an der Box, weil man ihn mit dem Soft starten ließ, dann auf die Inters zu früh wechselte, ebenfalls haben das viele hinten gemacht, wie auch ein Perez, wie auch ein Charles Leclerc, aber das war halt alles eher komplette Katastrophe, doch man kann halt wirklich Guan Yu Zhou sagen, er kann dafür nichts, ich gebe ihm trotzdem nur eine 4, weil er ist halt wirklich ein grottenschlechtes Rennen gefahren. Perez, unfassbar miserable Leistung von ihm selbst aus, vom Startplatz aus, aber vor allem auch von der Strategieabteilung. Wie kann man nur auf so eine blöde Idee kommen, zu früh auf den Inter zu gehen, zu früh auf den Soft zu gehen und einfach alles wegzuschmeißen? Es war klar, dass Silverstone kein einfaches Rennen wird, zumindest wenn man aus P18 startet. Aber dass man dann so einen Scheiß da hinten zusammenhaut, also das hätte ich Hanno Schmitz echt anders zugetraut. Wer weiß aber auch, wer in diesen Entscheidungen alle noch involviert ist. Für mich bekommt er eine 5 tatsächlich. Das war eines seiner absolut all-time schlechtesten Rennen, die dieser Mann jemals fahren hat müssen oder auch gefahren ist. Esteban Ocon ist von ganz hinten gestartet. Perez eigentlich aus der Box, ja. Gut, dann bekommt er noch eine gerade so eine 4, würde ich sagen. Ocon, ja, eher auch schwach vom letzten Platz. Das hat auch dieses ähnliche früher, denn man hätte ja quasi diesen funny Turnaround haben können und dann wäre es dann vielleicht auch durchgegangen, aber so ist man dann eher nur der Depp, der 4-mal an der Box war. Eine 4, Bottas, ja, eine Runde hinten, auch 2 Stops gemacht, ich glaube aber auch, dass wirklich im
in diesen Kicks sauber nicht viel mehr drin war. Natürlich sind solche Mischverhältnisse immer gut für Hinterbänker-Teams. Man sieht es auch an Tsunoda, an Albon, an beide Aston und auch an Hülkenberg. Aber ich gebe ihm nur eine 3. Charles Leclerc, das dritte Mal in Folge, wirklich eher schlecht. Immer unter regnerischen Bedingungen scheint es so, als ob das Team rund um Ferrari es einfach nicht gebacken bekommt. Für mich bekommt er eine 3, es ist ein solides Rennen gewesen, hat sich gut gegen Stroll durchgesetzt. Denen Ricciardo, puh, was soll ich euch da sagen? Auch eine 3, Magnussen, schwächeres Rennen seiner Karriere, eine 3. Logan Sargeant, ich glaube eines der besten Rennen seiner Karriere, waren zwar keine Punkte, aber mir reicht es für die 2. Yuki Tsunoda, ich meine, wenn ich mir angucke, wo dieser Mann gestartet ist, eine 1 auf jeden Fall, ein GM-Tipp. Auch Alex Albon, der ist zwar von den Top 10 gestartet, war aber nach dem Start echt weit zurückgefallen, aber wir wissen es, Albon, der ist echt ein Zauberer, gerade unter solchen Bedingungen, eine 1. Alonso und auch Strolovic, beide eine 1, tolles Rennen, tolle Punkte mitgenommen und gerade bei Stroll ist es wirklich mega gut gelaufen. Nico Hülkenberg, mein persönlicher Driver of the Day nach Lewis Hamilton, denn dieser Mann hat alles, aber wirklich mal alles aus diesen Haas rausgeholt. Es ist der 6. Platz geworden, niemand hätte damit gerechnet und er war natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat von der Russell DNF profitiert, ist aber auch wirklich ein sauberes Rennen gefahren. Nur einmal kurz in Untersuchungen und auch vorne, waren dann nur 8 Sekunden zur Spitze, zwar auch nach hinten nur 3, aber trotzdem sehr toll. Gut, dann gehen wir zu Carlos Sainz, eine 1 tatsächlich. Viele werden es nicht verstehen, aber im Ferrari steckt da aktuell nicht viel mehr drinnen. Auch bei Piastri eine 2, weil da tatsächlich auch teilweise, ja, man hat die Strategie verkackt. Bei Norris auch eine 2. Ich glaube, wenn der, wobei er hat alles gegeben, muss man sagen, trotzdem nur eine 2. Max Verstappen eine 1. Also ich kann nichts anderes geben, denn wenn man mit so einem, sagen wir mal, angeschlagenen Auto, gerade mit Grip-Problemen und so weiter herumfährt, ist das wirklich die 1, das Einzige, was man geben kann. Und Lewis Hamilton, ja natürlich, eine 1 plus mit Sternchen. Besser geht's nicht. Der gewinnt das Ding. Hier sehen wir das noch einmal. 6 Siege hatten wir schon von Sainz über Lando, Leclerc, Hamilton, Russell und auch Max Verstappen. Wie viele Folgen noch? Gut, funktioniert das nicht. Wie viele werden dann noch folgen? Das ist echt eine gute Frage, Leute. Wir gucken uns das hier noch einmal an und ich würde mal sagen, ich verabschiede mich damit. Es war eines der spektakulärsten Rennen bis jetzt und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten. Ich meine, wir haben 4 Teams, teilweise 5 Teams, die um den Sieg kämpfen können und man ist sich nie sicher, wer dieses Rennen oder dieses Wochenende das beste Auto hat. Macht das Plus weg auf TikTok und Instagram und abonniert auch gerne hier kostenlos. Ich freue mich aufs nächste Mal und es geht natürlich auch mit der Audi-Karriere hier weiter.